Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Flohmarkt. Doch bevor wir mit dem Video starten, möchte ich mich herzlich bedanken an das RetroTech-Team, Link unten in der Videobeschreibung, für den wirklich coolen Tauschdeal, den wir hatten. Besonders habe ich mich gefreut über das Lara Croft-Buch und über den Wauzi. Danke, danke. Was die beiden von mir bekommen haben, seht ihr eventuell in einem von ihren Videos. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und ich würde sagen, wir starten mit den Flohmarktaufnahmen. Ja, Leute, Mega Man-Figuren, ihr habt es gesehen, leider total bespielt, ohne Zubehör, ohne Waffen und bei einer war noch das Bein abgebrochen. Ich habe sie liegen lassen, hättet ihr die vielleicht trotzdem mitgenommen? Morgen. Morgen. Was kosten denn diese Kassetten? 1 Euro. 1 Euro. Ich auch noch mal durchgucken. Aber sicher. Ja, sicher. Wenn man mehrere nimmt, machen sie mal was am Preis. Ja, Euro das Stück. Wenn du mehr nimmst, ist billiger. Oder auch andersrum teurer.
die sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir 5? Machen wir. Dankeschön. Ja, und hier der erste Fund. Für 5 Euro gab es Hörspielkassetten. Einmal Turtles, die gehen alle in meine Sammlung, die hatte ich alle noch nicht. Und einmal Knight Rider Kassetten, die habe ich alle schon, aber es waren relativ hohe Nummern. Und da dachte ich mir, die nimmst du mal mit für den Kurs, sowieso ein No-Brainer. Und legst das dann den ein oder anderen Tauschdeal als Goodie dabei. Morgen. Kosten hier so Kassetten? Das ist einmal bei ihm. Achso. Du hast Kundschaft? Morgen. Was kostet die? 2 Euro. Ich hab mich da schon ein bisschen Sachen schön gemacht. Ach so, ey. Videokassetten gehen auch. Schade, schade, schade. Bei der Bucky O'Hare Kassette habe ich sofort an den Retro-Krempel, an den Marco gedacht. Der sammelt diesen Stuff, aber leider, leider war die falsche VHS in der Hülle. Und somit habe ich sie liegen lassen. Morgen. Was kostet das Spiel? Morgen. Morgen. Kosten dir diese Spiele? Die Stück 3 Euro. Mhm. Außer das Doppelte, das kostet 8. Alles klar. Ja, das Slotter für 4 Euro ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht mitgenommen habe. Ich habe dann kurz überlegt, bin nochmal zurück zum Stand, dann war es weg. Pech gehabt, so ist das auf dem Trödelmarkt. Und bei den PSP-Spielen, da habe ich auch ein bisschen länger geguckt, aber PSP ist absolut nicht mein Sammelgebiet. Hättet ihr davon was mitgenommen? Schreibt es gerne in meine Kommentare. 4 Euro für den Rabatt. 2, 5. Kostet das komplette Set 180 Euro. Das sind echt toll. Hallo, was möchtest du für die beiden Sachen zusammen haben? 2 Euro. Okay, die gebe ich dir. Ja, und schon wieder ein My Little Pony. Dreimal dürfte raten, für wen ich es mitgenommen habe. Und schon wieder, ist jetzt mittlerweile der dritte, ein Wauzi, aber für 2 Euro absolut in Ordnung. Thank you.
soll das Set oben kosten? Eisenbahn-Set, was soll das kosten? 50 Häuschen. Das brauchst du nicht. Das obere müsste vollständig sein, dann macht zumindest so den Anschein. Die Sachen selber nur für Haushaltsauflösung. Ah, oh, okay. Also quasi die Kiste zusammen. Hat die es noch dabei? Ah, genau, komplett 50 Euro. Ah, okay. Damit kannst du gerne mal gucken. Gib mal den Karton vielleicht rüber. Dann komm ruhig hier an. Ja, oder da rum. Oh, super. Danke. Jo. Hallo, was kostet hier eine Platte? 2 hin? Was wolltest du nehmen? Eine. Eine, ja. Ja? Alles klar. Dankeschön. Ja, an dem Stand gab es ein paar wirklich coole Hörspielkassetten. Die Hörspielkassette, die mich allerdings interessiert hat, die war leider leer. Schade, schade. Nichtsdestotrotz, bei den LPs bin ich dann fündig geworden. Und zwar gab es diese Bessie-LP. Und das ist eine von 2, die erschienen sind. Es gab nur 2 Bessie-Hörspiele. Diese Folge ist jetzt ungefähr ein 10er wert. Die zweite ist schon hochpreisiger. Die geht immer zwischen 30 und 60 Euro über die Ladentheke. Nichtsdestotrotz, Bessie war damals eins meiner Lieblingscomics. Ich habe das neben Phantom-Comics und Spider-Man-Comics gesammelt. Und somit dachte ich mir bei der LP, gerade aus dem Hause Europa, da machst du auch nichts falsch. Und die geht hier als Deko in den Man Cave. Ja Leute, es gibt Funde und es gibt Funde. Und das hier ist jetzt auf jeden Fall ein richtig fetter Fund. Der reiht sich nahtlos ein in den Masters of the Universe Mock-Fund sowie das Rule of Rose. Aber schaut selbst. Stellen wir hier schon mal zur Seite, ja? Wahnsinn! Dino Riders auf dem Trödelmarkt
unglaublich, Freunde. Ja, ich dachte erst, gut, ist eine bunt gemischte Kiste. Der wird jetzt einen Preis sagen, da fällt es hinten rüber. Aber nein, pro Kiste, egal was da stand, 10 Euro. Ich habe hinterher, ihr habt es gesehen, auch noch ein paar Strax-Autos mit reingetan von Carrera und auch noch eine ganze Kiste voll mit Schienen und so weiter gekauft, welches auch schon weitergegangen ist in andere Sammlerhände, das ganze Set. Ja, und auf jeden Fall bei den Dino Riders sagt er auch 10 Euro. Ich dachte mir, krass. Viel Stuff vom Torosaurus, vom T-Rex, alles super. Und selbst wenn es kaputt ist oder wenn es nicht komplett ist, Dino Riders zu finden, ist schon schwierig. Und Rüstungsteile zu finden, ist fast unmöglich mittlerweile auf dem Flohmarkt. Und somit habe ich das Ganze mitgenommen. Aber jetzt schaut euch mal diese Zustände an. Ich habe das Ganze dann gereinigt, zusammengebaut. Und was soll ich sagen? Wir haben eine komplette Torosaurus-Rüstung, wie ihr seht. Diese ist an den Bürgermeister von Baltic Games, Link unten in der Videobeschreibung, weitergegangen. Er hat mir zum Tausch was richtig Geiles geschickt. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und ihr seht hier eine fast komplette Tyrannosaurus-Rex-Rüstung, Freunde. Ein Teil fehlt, zwei Teile sind abgebrochen, die zu 99,9% immer abgebrochen sind. Das habe ich schon geklebt, das Ganze. Und ich bin einfach nur sprachlos, sowas auf dem Trödelmarkt zu finden. Vom Wert her könnte sagen, die Torosaurus-Rüstung müsste so bei 100 Euro liegen und die T-Rex-Rüstung in dem Zustand locker bei 150. Ja, und diese Sachen waren auch noch dabei, bunt gemischt, inklusive der Dino Riders Falle und den Greifarm von Ghostbusters. Ich will nicht wissen, was der gute Mann noch so alles in den Kisten hatte und wo andere Leute schon zugeschlagen haben. Echt Wahnsinn. Ihr seht jetzt auch nochmal die Strax-Bahn, die ich mitgenommen habe, die wie gesagt schon weitergewandert ist. Da war ich mir morgens bei den Aufnahmen, die ihr auch gesehen habt, noch nicht so sicher, ob das was ist oder nicht. Ist jetzt nicht super hochpreisig oder so, aber ist halt auch 80er-Jahre-Spielzeug und gerade Carrera wird ja auch gesammelt, was das Zeug hält. Und somit Leute sowas immer mitnehmen und da wird sich ein anderer dann, wenn er es selber nicht sammelt, echt drüber freuen. Kommen wir nun zu den Sachen, wo es kein Live-Footage zu gibt, und zwar einmal dieses Tetris hier im wirklich sehr guten Zustand. Das gab es für 5 Euro und jetzt habe ich Tetris auch lose, damit ich das mal in den Gameboy einlegen kann, ohne dass ich immer meinen OVP-Tetris aufmachen muss, und somit kann ich ganz gemütlich mal zwischendurch eine Runde zocken. Dann gab es dieses McDonald's-Telespiel von Sega mit Tails drauf. Fand ich auch ganz gut, lag da rum in so einer Grabbelkiste für 1 Euro, funktioniert noch. Und habe ich mir gedacht, nimmst du mal mit, nicht für meine Sammlung, sondern eventuell für jemand anders als Goodie. Ja, Resident Evil, The Umbrella Chronicles, das konnte ich nicht liegen lassen. Das Ganze gab es für 5 Euro und ist im wirklich schönen Zustand. Das hatte ich noch nicht und das wandert so in meine Resident Evil Sammlung. Ja, dann haben wir noch zwei Hörspielkassetten, die ich mitgenommen habe. Und zwar ist das einmal die Hörspielfolge 3 von Batman und einmal die Folge 2 von der Gummibärenbande. Ja, Leute, und für 1 Euro pro Stück hättet ihr die liegen lassen? Ich denke nicht und schon gar nicht als Hörspielsammler. Ja, Freunde, bevor ich euch ins Wochenende entlasse und ihr selbst auf die Flohmarktsuche geht, auf Hunting-Tour, zeige ich euch jetzt, was der Floh mir noch geschickt hat im Tausch gegen die Torosaurus-Rüstung. Und zwar war das der T-Rex, passend zu meiner Rüstung, die ich gefunden habe. Und die zeige ich euch jetzt hier nochmal. Ich bin stolz wie Oscar, dass ich den jetzt fast komplett hier in meiner Sammlung aufnehmen darf. Den hatte ich früher als Kind. Den habe ich mir damals vom Kommunionsgeld für 159 Mark gekauft. Und einfach nur geil. Die Figuren und das fehlende Rüstungsteil hier vorne ist im Zulauf, ebenfalls vom Flo. Der hat sich da drum bemüht, mir die Sachen jetzt zu besorgen. Auch da wieder zum wirklich guten Preis. Und wer den T-Rex kennt, wer Dino Riders kennt, der weiß, dass der schon eine ganze Stange Geld kostet. Also ich würde mal sagen, in dem Zustand so 250 bis 300 Euro sollten da locker drin sein. Und ja, absolut Glück gehabt auf dem Flohmarkt. Ich freue mich, so kann es manchmal gehen. Vor ein paar Wochen habe ich euch noch ein Video gemacht, ob sich Flohmarkt noch lohnt. Und dann ein paar Wochen später so ein Fund. Hammer. Ja Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ciao.